Servus und willkommen auf meinem Kanal MyFoodMax. Heute mache ich zwei knusprige Schweinshaxen. Wenn du nicht verpassen willst, wie ich diese zubereite, dann bleib einfach dran und abonniere meinen Kanal. Es wäre toll, wenn auch du die Glocke aktivieren würdest, um meine weiteren Videos nicht zu verpassen. Die Zutatenliste findest du wie immer in der Beschreibung. In einen großen Topf mit ca. 2,5 Liter Wasser gebe ich 22 Gramm Salz rein, einen Teelöffel Pfefferkörner, 4 Knoblauchzehen, 5 Lorbeerblätter und 4 mittlere Zwiebeln. Ich verrühre alles, bis sich das Salz im Wasser aufgelöst hat. Jetzt gebe ich die Schweinshaxen ins Wasser. Am besten so, dass die Haxen fast komplett mit Wasser bedeckt sind. Und jetzt kommt das gute bayerische Bier dazu. Eine Flasche genügt. Ich lasse das Wasser aufkochen und reduziere die Hitze, damit es mit geschlossenem Deckel nur ganz leicht kocht. So lasse ich die Haxen eine Stunde lang vor sich hin kochen. Die Stunde ist um und die Schweinehaxen kommen jetzt in eine Backofenform. Da jetzt die Schwarte aufgequollen ist, lässt sie sich mit einem scharfen Messer gut einschneiden. Die Schwarte schneide ich rundherum von oben nach unten ein. Wer möchte, kann auch ein Karomuster reinschneiden. Nachdem beide Haxen eingeschnitten sind, reibe ich ordentlich Salz auf die Schwarte sowie in die Schnitte rein. Das Salz sorgt dafür, dass die Schwarte schön aufploppt und knusprig wird. Jetzt kommen die Haxen für eine Stunde bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen. Nach einer Stunde den Ofen auf 250 Grad Umluft umstellen und weitere 15 Minuten die Schwarte knusprig backen. Bevor ich die Haxen anschneide, lasse ich sie einige Minuten abkühlen. Die Schweinehaxen sehen auf jeden Fall köstlich aus. Das Ergebnis spricht für sich. Die Schwarte ist gelungen und die Farbe ist perfekt geworden. Dann schneiden wir mal eine Haxe durch und gucken, wie sie innen geworden ist. Genau so sollte sie aussehen, schön zart und saftig. Ohne Zauberei und ohne geheime Tricks. Jetzt kann jeder eine knusprige Schweinshaxe bei sich zu Hause im Backofen zubereiten. Ich hoffe, ich konnte dir Lust auf das Rezept machen. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann hinterlass mir bitte einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Aktiviere die Glocke, damit du meine weiteren Videos nicht verpasst. Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Video.